So, Leute, ich habe jetzt auch, ich glaube, ja, 5 Stunden bis jetzt habe ich geschlafen, habe mich jetzt gerade noch angezogen. Jetzt hier vorne ist noch ein Akku am Laden, das werde ich noch ein bisschen ranlassen, damit das voll ist für die Fahrt. Habe jetzt, beziehungsweise werde mir jetzt noch ein paar Sachen zu essen in den Rucksack packen für die Fahrt. Bin noch mega müde. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen fertig machen, alles, weil in 10 Minuten fahren wir los, weil wir uns in 20 Minuten dort treffen. Remember when we were young, breaking every rule they made. I never changed what we done, it made us who we are today. I'm taking every chance I get to make it so you won't forget who we are, who we are. Also, Kingdom Rush, ein Tower Defense Spiel, ziemlich gute Qualität, sehr gut, kostet nichts im Apple Store, im Play Store, alles drauf, ja, also, könnt ihr euch runterladen, stark. Ich bin jetzt auch 2 Stunden sind wir unterwegs, ne? 2 Stunden unterwegs. Ja, 2 Stunden sind wir schon unterwegs, hatten gerade eine 20-minütige Pause, ich glaube kurz vor Ludwigshafen oder so. Genau. Bin mir auch nicht genau sicher, aber... Das heißt, wir haben noch ein gutes Stück vor uns, kann man sagen. Ja, jetzt fahren wir weitere 2 Stunden, dann kommt die große Pause. Hey, Compilation, Alter, ganz offen. Weißt du, eigentlich so habe ich ja nichts gegen lange Busfahrten so mit halt anderen Kollegen halt so, ne? Aber dieser scheiß Bus ist so eng, ne? Das ist richtig unnormal. Ich meine, wenn ich aufstehe, komme ich an die Decke. Ich muss geduckt gehen. Also, 2 Stunden fahren, dann, ich schätze mal eine Stunde Pause. Nee, wir also, machen, der Busfahrer darf an sich, glaube ich, nur 8 Stunden fahren und eine richtige Pause zusammen, also von einer Stunde. Das heißt, wir fahren jetzt wahrscheinlich noch 6 Stunden, aber nicht durch, sondern wahrscheinlich nochmal 2 oder 3 Stunden, bis wir nochmal eine halbe Stunde Pause haben. Dann nochmal dann die restlichen, bis wir die 8 Stunden voll haben. Und, ja, bis wir die 8 Stunden voll haben und dann haben wir eine ganze Stunde Pause. Ja, also laut Uhrzeit haben wir noch 9 Stunden Fahrt vor uns. Ja. Aber in Pausen mit Raststätten, wo Steckdosen sind und so, zum Handyladen oder Pokémon spielen oder so, geht das easy. Also, mein Instagram-Account, ja. Ich könnte mich alle drauf abonnieren. Ja, dankeschön. Abonniert mich. Remember we used to run to the corner of 69. Yeah, they would come chasing us. We find a new place to hide out, making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. So, kurz am Rande nochmal eine kleine Roomtour. Hier
ist unser Badezimmer. Hier einmal der große Spiegel, hier die Badewanne. Dann haben wir hier einmal vier Betten mit einem kleinen Schreibtisch, der schon besetzt wird, und einer sehr nicen Aussicht, Leute. Gönnt euch mal diese Aussicht hier. Es ist einfach bombastisch. Wir haben hier, da einmal einen Berg. Dasselbe da nochmal. Auf jeden Fall sehr nice. Aber das sind jetzt die vier Betten. Dann geht es hier nochmal nach oben. Dann haben wir hier oben nochmal. Da werde ich mich jetzt hier bequem machen. Mit einem Klassenkamerad von mir wahrscheinlich. Hier, wie ihr das sehen könnt, habe ich schon so ein bisschen geschnitten. Werde ich mir das Schneiden begeben. Da werde ich jetzt gleich auch weitermachen, nachdem ihr das hier gesehen habt. Die klitzekleine Info kurz und hat man nochmal alles im Überblick. Ja, ist auf jeden Fall so eigentlich ganz gut. Das Wetter ist natürlich, naja, es ist sehr bewölkt, also annehmbar. Ich werde dann versuchen, das Ganze hochzuladen, beziehungsweise ob hier genug WLAN ist, um das Ganze hochzuladen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ciao.